Firma Dreyer hat gerade dieses Jahr das 111-Jährige gefeiert, dritte Generation. Zwischenzeitlich über 450 Mitarbeiter, 250 eigene LKW und haben über 600 Wechselbrücken. Mit den Wechselbrücken sieht man schon, sehr viel im kombinierten Verkehr tätig, auch national. Dort vor allem auch im Systemverkehr, mit Niederlassung in der Westschweiz, in Tessin, Hauptsitz in Sur. Gehen auf die Bahn auch europaweit, also auch Deutschland. In Italien sind wir im kombinierten Verkehr tätig, haben verschiedene Hauptsegmente. Auf mehreren Beinen steht man immer besser, wenn eine Krise kommt. Wir sind sehr stark im Lebensmittelbereich, auch sehr stark in der ganzen Bauindustrie tätig, im Kleiderbereich. Also wir haben alle Segmente ein bisschen abgedeckt, von Essen, Anlegen. Da sind wir wirklich gut abgedeckt. Scania hat es wahrscheinlich fertig gebracht, auch ein Image, wie gesagt, bei den Fahrern zu arbeiten, die nicht alle Marken hergebracht haben. Und da sieht man, wenn man als Firma diese Fahrzeuge hat, dass es tatsächlich auch Chauffeure gibt, die sagen, mal, die Firma hat ein Auto, dann wird die Firma schon interessanter. Ist eine interessante Entwicklung, aber die ist da. Und wenn Scania wahrscheinlich das Image pflegt, hat sie auch ein Verkaufsargument mehr, neben den guten Produkten.